Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist ein Special-Video. Wir haben Sweet and Salty auch hier. genau Bei Faster. Sweet and Salty back in Action. Mit Faster zusammen. Die zwei Inspirationen für weniger begabte YouTuber, oder? So sieht's aus. Und was testen wir denn heute? Wir haben heute KitKat, Chunky Peanut Peanut Butter. Butter, genau, von Und Nestle. genau, bei mir ist so eine Familienpackung. Man sieht, es ist Geld im Haus. Ja, die gab es bei Amazon für 10 Euro, 24 Stück drin. Ich habe mir die dann geholt, also ja. Er hat sie nicht mehr im Markt gefunden, weil schon alles leer gekauft war. Und Ja, die Leute kaufen wie verrückt. Ja, Klopapier und Hefe und alles. ich habe Keine meine Ahnung. Packung hier 168 Gramm, meine Sparpackung für 1,99 gekauft. Ja, dann passt's. Gut, dann hole ich mir mal vielleicht zwei raus. So. Ich mach auch mal auf. Leg's mir. Schau mal, was ich hier noch habe. Ich habe noch eine Corny-Familienpackung. Was? Die gab es auch im Angebot, aber egal, lassen wir Eine die. Corny-Familienpackung. Bis du auspackst, ich zeig mal meinen Kaffee hier. Meine Tasse, der kleine Prinz. Grüße auch an Neko, Miss Neko. Der So. kleine Prinz. Ja, wir haben hier. Wo stehen hier die Zutaten? Lol. Ja, willst, ja, sagst du, ich zeig sie mal Wir haben hier in der eine Kamera. Knusperwaffel überzogen mit Erdnusscreme, 19% in Milchschokolade, 61%. Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. Boah, es fokussiert hier gar nicht. Lol. Ja, Zutaten, ja, Zucker und ja. Ja, das Übliche. Magermilchpulver, Weizenmehl, ja. Wie viel Erdnüsse? 10%. Bei mir auch. Also du hast dieselbe Charge. Und dann am Ende noch Erdnussmehl 1,9%. Ja. Und Ja. Salz natürlich. Salz ist da. So, packen wir mal aus. Ja. Wow, das ist ein ganz Und schöner ich Oschi. hier beim Auspacken wollte ich sagen, wieso ich dieses Produkt ausgewählt habe zum Reviewen mit dir. Ich habe unten einen Teller hier, warte. Wieso was? Also, ich habe vor 4 Jahren waren das, wollte ich dieses Produkt mal sehen auf YouTube, weil ich wollte es kaufen. Dann habe ich gegoogelt und dann bin ich auf Video von German Food Reviews gestoßen. Und Ah. das war mein erstes Video da bei ihm. Also bei KitKat Chunky Peanut Butter. Ach cool. Ja, und seitdem gucke ich halt seine Videos. Bom. Genau. Okay, meine Geschichte ist weniger romantisch. Ich habe das Video von Knuspertoast gesehen. Aha. Knuspertoast, warte. Wo im Titel stand, fetter Typ isst ein Glas Ah. Nutella oder irgendwie so. Ja. Stimmt, ja. Und dann war es so, dann bin ich da drauf, hab mir richtig den Arsch abgelacht und so, und dann glaube ich, war ich ein Jahr wieder weg. Also habe ich den nicht mehr so verfolgt und dann bin ich wieder so nach einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr sogar bin ich dann wieder drauf gekommen und dann, ja, habe ich mir den regelmäßig angeguckt.
bis zum Ende, wo er dann aufgehört hat. Ja, vielleicht. Oder Pause eingelegt. Pause, pausiert, weiß, wer weiß. Ja. Also falls ja, wieder jemand unter die unter das Video wieder schreibt, wann macht ihr wieder Videos und bla bla bla. Wir wissen es nicht, Leute. Genau, also ich glaube, dieses Video hat ihm auch viel Reichweite gegeben, oder? Dieses fetter Typ ist... Ja, über dieses Video meint halt auch jeder, er ist vom Fußboden, weil Knuspertoast das da sagt und... Genau. Dann kommen die halt immer dahin nach dem Video und dann schreiben sie, warum ist der Typ am Fußboden und so verbreitet sich das dann. Ja, und dann kamen immer mehr und so, ja, genau. Und ja, und dadurch habe ich dann auch dich, also in den Kommentaren so immer ja, genau, so schräge Kommentare gelesen und dann habe ich irgendwann mal auch abonniert und ja, dann auch Miss Neko und ja. Die kam, genau, ja, die kam ja durch die Oreo-Torte von mir auf mich irgendwie mehr, beziehungsweise doch, ich habe die GFR hat die Oreo-Torte gemacht. Oder was? Genau. Und ich habe die dann nachgemacht und dann haben wir irgendwie geschrieben, sie könnte da auch Videos machen. Mhm, irgendwie ja. Und dann hat er auch mal bei ihr was geschrieben, glaube ich. Einmal genau, bei ihrem ersten Video hat er geschrieben. Ja, ja. Das ist voll krass. Also er liest die Kommentare, er weiß genau, was in den Kommentaren steht, weil sonst wäre er nicht auf sie gekommen. Ja. Aber... ich glaube, nach einer Weile hat er, glaube ich, dann keine Kommentare irgendwie gelesen, weil da stand, er hat so 50-60% nur Schmarrn da in den Kommentaren immer und ja, so ich, du Dicker oder so, so ein Schmarrn halt immer. Ich kenne aber einen Insider, aber den kann ich jetzt hier nicht erzählen. Mhm. Dann, also er liest die Kommentare. Vielleicht ganz am Schluss nicht mehr, aber er war schon sehr dahinter. Aber wir können ja den Leuten sagen, weil die schreiben manche, ob er tot ist oder so ein Quatsch, dass er nicht tot ist, der lebt. Also ja, auch immer. Das haben wir schon mal. Ja, genau. Dieses Gerücht, dass er da irgendwie in Berlin mit irgendeinem Schwert Transporter aus dem Hochhaus gezogen worden ist. Ja, so ein Schmarrn, ja. Also wir haben es gecheckt, der lebt, also halt, ja. He's alive. Ja, gut. Ah ja. Kleiner gut, Ausflug in die Vergangenheit. Ja, also wir werden es vielleicht auch... in den Kommentaren schreiben, dass die Leute vielleicht da vorspulen oder so, wenn die keine Lust haben. Genau. Genau. Ich kenne da Leute, die schauen sich die Videos komplett an, weil sie brennend interessiert, was wir so tun und machen und ja. Ah ja, ja. Ja. Die lassen sich auch von uns schön inspirieren manchmal. Ja, ja. Solche Leute, ja. Letztens erst wieder, ja, ständig. Ja, aber egal. So. Also hier ist. Ich habe auch ein. Ja, zeig mal. Ich zeig's auch. Ich habe auch einen Teller hier für Schneiden. Ja, ich esse direkt am Boden hier. Ja. Ja, ich nehme eine Schere. Ja, mach mal. So, ist die sauber? Moment. Ich nehme die andere Schere. Okay, die Schere ist sauber. So, jetzt schneiden wir mal den Riegel hier. Wow, es geht sogar. Ich zeig's mal kurz in die Kamera. Ah, man sieht hier schon. Die Peanut Butter Schicht oben. Ja, genau. Die ist ganz schön dick. Der Riegel an sich ist schon ganz schön heftig. Ja. Ich hatte die irgendwie kleiner in Erinnerung. Ja, obwohl der eigentlich nur 42 Gramm ist, aber der, ja, aber in der Hand ist er schon heftig, ja. So, ich beiß mal ab. Ja. Ich beiß mal auch ab. Hm.
Und? Ja, man merkt sofort die Erdnussbutter oben. Und auch schön salzig, oder? Ja. Also ich glaube, in Deutschland gibt es eigentlich nicht so viele Produkte mit Erdnussbutter und Schokolade, oder? Also ich glaube, Kit Kat Chunky, dieses Peanut Butter kommt am nächsten so an amerikanischen Produkten wie Reese's oder so. Ja. Die haben ja vieles da, also mit Erdnussbutter und so. Bei uns eher noch weniger. Ja, aber es wird mehr mit, also was ich so... Ja. Es wird mehr... Ja, stimmt, das kommt ziemlich, ziemlich ran an den Ganzen. Aber es ist ja auch Geschmackssache. Also ich mag sehr diesen Kontrast salzig und süß. Deswegen gefällt es mir auch. Ach, deshalb der Name. Hm. Ah, ja. Ah. Wir haben hier 100, pro 100 Gramm 529 Kalorien. Warte, ich kann es bestätigen, ja. Und pro Riegel haben wir 222. Ja, ganz, also ganz heftig, oder? Für ja. So einen kleinen Riegel. Ja, das, für den Riegel ist das schon krass. Wenn und? Die da noch schreiben, pro Portion, das ist eine Portion. Für mich ist die Tüte hier eine Portion. Ja. Für manche auch die, die ganze Box hier vielleicht, wer weiß. Ach ja, genau, deine Box. Die Hamsterbox. Aha, da haben wir sie wieder. Mhm. Deshalb hast du die geholt. Ja, weil alle hamstern hier bei mir. Bei dir auch, oder? So Klopapier, Hefe, alles Mögliche. Alles weg. Bis auf Hefe, aber dafür Mehl. Also man kann hier die Mehl, die Hefe essen, aber das Mehl ist ausverkauft. Bei mir umgekehrt. Also das Mehl gibt's schon, aber keine Hefe. Also verrückt, die Leute. Die sind verrückt geworden, glaube ich, mit dieser Situation. Sogar das teure Mehl ist jetzt schon weg. Ja, alles. Desinfektion auch sowieso weg. Naja. Am Anfang war es ja noch so, da haben sie die ganzen billigen Produkte geholt und dann fingen die an, ganz langsam das teure da zu nehmen. Ja, genau. Jetzt ist alles weg. Naja, ich esse noch ein Stückchen. Ja, ich habe ihn schon fast weg. Ein Stück habe ich noch hier. Mhm. Packung ist auch gleich, ja? Oder? Sehe ich bei dir ja auch. Ja. Mhm. Ja, ist die gleiche. Okay. Hier steht noch 100% Sustainably Sourced Cocoa. Ja, das hat bestimmt was zu tun so mit dem Regenwald oder so, dass es alles da legal abläuft, oder? Denke ich. Das kennen ja andere YouTuber besser als wir, so. Das stimmt. Da haben wir ja gar nichts zu sagen. Mhm. Die werden uns bestimmt korrigieren oder, ja. Ja, irgendwann drüber reden. Genau. Ein Real Talk oder so machen. Ach du Kacke. Ja. Ah, hier steht nochmal, das passt ja richtig zusammen hier. Hier steht es auch nochmal auf der Rückseite. Mhm. Nestle Cocoa, also Cocoa Plan. Ja, genau. In Zusammenarbeit mit UTZ zur Unterstützung der Kakaobauern. Also Cocoa ist wahrscheinlich Kakao und... Ja, Cocoa ist Kakao. Genau. Und aber naja. Wenn Nestle schon hier oben steht, ist cool. Ja. Naja. Also über Nestle gibt es ja verschiedene Meinungen. Ich glaube, die
die beziehen auch viel Trinkwasser irgendwie, oder? Irgendwas. Ja, und verkaufen das. Ja, genau. Also die nehmen aus den Quellen Trinkwasser und verkaufen es dann oder irgendwas, ja. Naja. Ja, ganz gut. Die haben nicht den besten Ruf, aber die haben manche gute Produkte halt. Ja. Jo. Aha. Bist du jetzt noch eins oder? Ich habe ihn nur ausgepackt fürs Bild. Ah. Okay, ich weiß nicht, was ich für ein Bild machen werde. Mal schauen. Egal. Ich habe vorhin ein Foto gemacht mit der Box. Vielleicht nehme ich das oder schauen wir mal. Warte, wie viel? 16 Minuten. Nehmen wir jetzt auch? Ja, bin ich auch. Das wird so ohne Schnitt und so, oder? Ein One-Cut werden, schätze ich mal. Boah, ein bisschen spielen können wir noch. Mhm. Also, je nachdem, wie man... Bei mir ist es immer so, ich weiß nicht, wie ich... ich tue das Video immer ins Schneideprogramm rein und dann, was mir einfällt, mache ich dann. Ja. Also... Genau. Da habe ich jetzt das ist also für harte Fans, genau. Dieses Video. Für den harten Kern halt. Für den ganz harten Kern, aber nicht zu hart. Also für eine kleine elitäre Gruppe, nicht für alle. Ja. Okay. Ja, dann gut. Bedanke ich dann mich. Dann hat's mich, ich auch, bedanke ich mich. Das war ein schönes Video. Erste Zusammenarbeit. Vielleicht kommen in Zukunft auch welche. Ja, bestimmt, glaube ich. Glaube ich auch. Wenn ihr Videoideen habt, was wir testen könnten oder so, dann schreibt es bitte gerne unten rein. Genau, und also generell, wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt es auch rein. Genau. Ja. Dann von mir kann ich mal Tschüss sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Video. Und ja. Ja, und ciao.